Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ich habe ein neues Team zusammengestellt. Basierend auf Toxin und Stall. Dann schauen wir uns an, was das Team kann. Also wenn er wieder Verhöhner drückt, ne? Wenn er wieder Verhöhner drückt. Ich glaube, dann kriege ich die Krise. Falls er Unlichtattacken auf mich schmeißt, was er bestimmt macht, er macht bestimmt Abschlag und Finsteraura oder so. Und da, falls er Blumentrick macht. Er macht wieder Verhöhner. Gegen Agrostella. Boah, zum Glück nicht gegen Bronzong, ne? Er setzt Schutzschild ein. Na, das passt perfekt. Das Vieh ist auf jeden Fall schon mal tot nächste Runde. Er setzt tatsächlich wieder Verhöhner ein. Toxin fällt auch unter Verhöhner, oder? Ist Toxin Angriff? Fällt Toxin unter Angriff oder unter Statusattacke? Ist ja eigentlich ein Angriff, oder? Wird er jetzt direkt auswechseln, ist die Frage. Ich kann da einfach drauf drücken. Das zählt auch unter Verhöhner. Das ist ja krass. Das ist ja crazy. Und das macht richtig Spaß. Trikefalo One-Hit mit Bronzong. Das ist spaßig. Giftschock. Hm, okay. Abschlag. Könnte sein, dass es jetzt tot ist wegen Beulenhelm und Toxin. Hört der Verhöhner auf, wenn ich austausche? Gegen Agrostella? Wenn ich ihn jetzt theoretisch austauschen würde, würde Verhöhner aufhören, oder? Zero, danke für den Follow. Ihr helft mir auch nicht, ne? Genesung kann ich auch nicht drücken, ne? Wie lange geht denn der Verhöhner noch? 2 Runden. Ich tausche ihn aus. Ich glaube, austauschen geht. Giftdrache. Was hat er denn gegen Giftwasser? Vielleicht eine Bodenattacke. Egal. Ich will dem eh nur ein Toxin reinballern, wisst ihr? Einfach ein Toxin reinballern. Da habe ich Bock drauf. Ich will dem Toxin reinhauen und dann zugucken, wie er elendig verreckt.
Erdbeben. Als ob er Erdbeben hat. Wie, ich sterb jetzt. Ah, ich verstehe das nicht. Das Ding hat so viel Death. Also ich werde daraus nicht schlau, ich sage es euch. Ich werde daraus einfach nicht schlau. Ist jetzt hierauf Verhöhner weg, ist die Frage. Das will ich doch wissen. Ist hierauf Verhöhner weg? Wie viel habe ich denn jetzt auf dem? 4. Machen wir uns mal auf 6, ne? Eisenabwehr. Kampf, Toxin. Ja, es geht. Schutzschild. Ja, ist weg. Sehr gut. Wie läuft dein neues Team? Ich muss noch ein bisschen damit warm werden. So. Aber ansonsten ist witzig. Und es ist wieder halt für den Gegner total schwer zu durchschauen. Und das liebe ich ja. Verdrehte Dimension ist wieder normal. Das macht gar nichts. Dass der echte Delegator macht, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Wer ist langsamer, Agro oder Bronzong? Kann ich das irgendwo sehen? Ich hatte das nämlich nicht im Kopf. Schlecht, ne? Kannst du jetzt nicht mehr vergiften. Ich weiß, aber wenn ich den Delegator weggemacht habe. Body Press, der ist langsamer. Krass, gut zu wissen. Das sind wieder so Sachen, die muss ich halt erstmal lernen. Sonst hätte ich nämlich jetzt Toxin gedrückt. Delegator weg und jetzt Toxin drauf. Der ist nicht mal weg? Hä? Wieso ist der Delegator nicht weg? Hallo? Wieso ist der Delegator nicht weg? Als ob Body Press den Delegator nicht wegmacht. Ich bin auf plus 6 Def. Er kann da Schutzschild drücken. Das ist auch gut zu wissen. Das wusste ich auch nicht. Delegator plus Schutzschild. Aber ich habe nicht verstanden, wieso der Delegator gerade nicht draufgegangen ist. Oh, ich sehe schon. Das wird wieder ein ganz spannendes Game. Also wenn jetzt der Delegator wieder nicht weg ist, bin ich irgendwie verwirrt. Jota steckt den Schlag ein. Hört auf zu wirken. Als ob ich so wenig Schaden gemacht habe mit Body Press. Okay, das war echt ganz wenig Schaden. Als ob mich das verwirrt. Achso. Egal, jetzt kriegt er ein Toxin rein. Oh Mann, ey. Er wird ja jetzt Delegator. Obwohl er könnte auch Schutzschild drücken, das ist mir aber egal. Wie lange geht Bizarro-Raum noch? Eine Runde, das ist schlecht. Wenn er jetzt Schutzschild drückt, habe ich Problem. Aber dann kann ich nächste Runde Schutzstacheln machen. Na, geht schon, das geht schon. Okay, was macht er jetzt? Oh Mann, es wird ganz eklig. Stahl. Zum Glück habe ich Korrosion. Aber nächste Runde ist Bizarro-Raum weg. Da habe ich echt ein Problem.
Obwohl, nee, ich kann ja Schutzstacheln machen. Vergessen, stimmt. Oh ne, super. Jetzt schon Top 10. Perfekt. Hauptsache das Toxin ist draußen. Moin Angara. Ja, diese Bodenattacken, die wrecken mich ja komplett weg. Also klar, das Lumiflora hatte wieder vierfach Schwäche. Aber das ist ja richtig, richtig fies. Das ist ja ganz, ganz fies. Verdrehte Dimension ist wieder normal. Problem ist, wenn er jetzt Delegator drückt, muss ich den schon mal angreifen. Ich brauche jetzt auch keine Geschwindigkeit mehr. Ob ich Erster bin oder nicht, ist scheißegal. Auftischen. Ich kann da so viel abziehen. Ich bin plus 6. Schutzschild hat er noch nicht gesehen. Damit hat er nicht gerechnet. Ey, erhöht sich sein Angriff jedes Mal? Wenn er mich jetzt gleich one-hittet, ne? Dann haben wir ein Problem. Wir dauern immer so lang. Ja, ist nervig. Einfach nur nervig. Ja, nächste Runde wäre mit Gift tot. Ich mache nochmal Schutzschild. Vielleicht habe ich ja 1 zu 3 Glück. LOL, ich habe 1 zu 3 Glück. Yay, endlich mal Glück. Endlich mal Glück. Ja, guckt euch jetzt an, wie das Toxin ihn umbringt. Toxin, toxiniere ihn. Vertoxi ihn. Oh, Baby, ja. Das sah schön aus, oder? Das ist viel mit dem Glück. Ja, ist so, das war es jetzt. Jetzt mein Glück aufgebraucht für die ganze Woche. Jetzt ist mein Glück aufgebraucht. Geht er auch speziell? Der ist wieder Wahlschall, irgendeine Scheiße. Draco-Meteor, speziell. Das war aber viel zu knapp. Aber er hätte auch zweimal mit Erdbeben komplett weggerackt. Rücken, Wind, Goldstrahl. Sehe ich doch sofort. Wenn er Verhöhner drückt, habe ich ein Problem. Stahl, Monetigo, Gold. Die machen immer das gleiche, das sind so Loser. Das ist gut! Ja! Farirap ist der Leader. So. Ja, so gefällt mir das. So gefällt mir das.
So gefällt mir das aber. Ah, oha. So gefällt mir das. Will ich ihn einschläfern? Damit er mir nicht auf den Sack geht? Ja, will ich. Boah, soll ich auf normal gehen? Brauche ich eigentlich nicht. Ich mache erstmal so. Und Schutzschild. Oh Mann, ist das blöd. Das ist gut. Er bringt... Oh mein Gott. Guckt euch die Schallwelle an. Zucker. Und Heilspray, nochmal mehr Schaden. Oh yes. Oh yes. Ja, ich brauche gar nichts machen irgendwie, weil die werden jetzt beide sofort tot sein. Ist egal. Außer er macht gleich Bizarro. Wenn Bizarro in der nächsten Runde weg ist? Nee. Sein Fehler war schon Terra Stahl auf Monetigo. Wird ja mal besser. Bizarro Roam ist halt so broken gegen Rückenwind-Teams. Rückenwind-Teams haben gegen Bizarro Roam im Prinzip keine Chance. Also wenn du den bizarren Raum am Anfang rausbekommst, kannst du danach mit Pilzspore und Schallwelle, guckt euch das an. Schallwelle einmal Ränkeschmied gedrückt. Ja Mann. So gefällt mir das. Das ist schon mal ein guter Start. Farigiraf Hutsasa, das ist ein guter Anfang. Das gefällt mir. Und jetzt bin ich, oh, verdreht Dimension wieder normal. Das werde ich ändern. Und jetzt frage ich mich, jetzt ist die Frage, wird er wieder auf meinen Hut gehen? Stimmt, oder? Goldrausch. Okay. Könnte wehtun. Der ist dumm. Das ist einfach dumm. Ah! Ich habe Bronzong ja mitgenommen. Er drückt jetzt einfach nur auf Goldrausch. Wie ein Loser drückt er einfach nur auf Goldrausch. Monetivo kann einfach nichts anderes als Goldrausch drücken. Einfach nur Goldrausch drücken. Wie ein Dummer. Bitte Leute, spielt kein Monetigo. Es ist so dumm einfach. Bitte tut mir einen Gefallen und spielt kein Monetigo.
Ich kann sogar noch Terra machen, lol. Im Raid ist noch okay. Aber nicht im PvP. Guck mal. Ich kann nichts anderes. Er kann nichts anderes. Und weißt du, was ich machen werde? Ich werde sogar nochmal austauschen. Einfach, um ihn zu nerven. Weil er gibt ja auch nicht auf. Du hast noch Belebekraft auf dem Pilz. Ich weiß. Direkt ausgetauscht. Das finde ich gut. Austausch Endo Acrestella. Das kann nur gut sein. Jetzt bin ich gespannt. Der macht bestimmt unter 10 Schaden oder so. Der ist minus 3 und macht immer noch 21 Schaden. Es ist so dumm. Mann, ich hätte ihn so viel gern noch vergiftet. Oh, aufgeben. Was hat er denn auch gedacht, was er noch spielt hier? Mann. Geil. Das Team kann funktionieren. Ich glaube, Farigiraf, Hutsasa ist geile Kombi am Anfang. Hutsasa, du musst halt den Bizarro-Raum durchbekommen. Das hast du ein Problem. Aber Farigiraf ist halt super, weil du dann kein Verhöhner abbekommen kannst von Kramurks.